Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Lindner von der Firma INFRANORM Technologie GmbH und ich darf Ihnen heute unser beim Energy Club eingereichtes Projekt zur Game Changer in der Raumkühlung vorstellen. Ganz kurz zur Firma INFRANORM. Wer ist die Firma INFRANORM? Wir befassen uns mit industrieller Energie- und Umwelttechnik für große Industriebetriebe. Zu unserem Projekt Hallenkühlung, um was geht's? Die Sommer werden immer länger und heißer. Der hohe Automatisierungsgrad und die hohen Energieeinsätze führen bei den Betrieben zu sehr hohen Prozessabwärmen und zu Überwärmung von Produktionsbetrieben. Die Hallen sind in der Regel gut isoliert und dicht und das heißt, die Wärme kann im Sommer auch nicht aus, was auch wieder zur Überwärmung dient oder führt. Herkömmliche Klimaanlagen sind in puncto Investitions- und Betriebskosten einfach sehr, sehr kostspielig und stoßen sehr, sehr viel CO2 aus. Warum kühlt man Industriebetriebe heutzutage? Es geht um die Optimierung des Produktionsumfeldes, es geht um die Steigerung der Behaglichkeit für die Mitarbeiter und natürlich auch um die Steigerung der Produktivität. Unsere Lösung für die Zukunft, wie wir das lösen können, sind adäquate zweistufige Kühlsysteme, wo sehr, sehr heiße Luft über Dach meistens angesaugt wird und dann sehr kühl in den Raum eingebracht werden kann, wie es eigentlich bislang nur mit teuren Kompressionskälteanlagen möglich war. Das Ganze wird auch über das Jahr simuliert mit einem Berechnungstool. Also wir können jetzt die Raumkonditionen simulieren und darstellen in puncto Temperatur und Feuchtigkeit. Das von uns eingereichte Projekt bei der Firma KIEFEL Packaging in Micheldorf hat die Grundlage gehabt, dass die Firma KIEFEL keine Lösung gefunden hat, wie die Halle wirklich nachhaltig und wirtschaftlich zu kühlen war. Und wir haben mit unseren adäquaten zweistufigen Kühlsystemen es geschafft, die Investitionskosten und auch die Betriebskosten signifikant zu senken. Im Wesentlichen auch die Betriebskosten mit annähernd 80% und die CO2-Ausstöße um annähernd 90% zu reduzieren. Und erstmals wirklich dadurch eine Lösung zu schaffen, auch für die Zukunft, wie Produktionshallen nachhaltig, wirtschaftlich und kostengünstig gekühlt werden können. Hier sieht man die Darstellung eines Außengerätes, wo die heiße Luft angesaugt wird, wird gekühlt und wird dann in den inneren Hallenbereich mit textilen Zuluftschläuchen zugfrei und impulsarm eingebracht. INFRANORM hat für uns eine adiabate Hallenkühlung geplant und errichtet und damit bereits im Sommer 2019 die Temperaturen in unserer Produktion erheblich gesenkt und für unsere Mitarbeiter auch eine zugfreie Frischluftversorgung geschaffen. Die Installation ist ein großer Zugewinn für die Arbeitsplatzqualität in unserem Produktionswerk und zudem sehr energiesparend und nachhaltig.